raus aus dem Hovercraft und rein in den Blackhawk. Blackhawk, ein gutes Stichwort, liebe Leser. Denn wir zeigen Ihnen hier den Multiplayer-Shooter Joint Operations von Novalogic. Und die haben zuletzt Black Hawk Down gemacht. Joint Ops basiert übrigens auf der gleichen Engine wie Black Hawk Down. Und das haben Sie sicherlich schon an den ersten Bildern bemerkt. Multiplayer-Shooter, sagte ich. Stimmt. Joint Ops ist ein rein rassiger Multiplayer-Shooter, ausgelegt auf bis zu 160 Spieler. Die sind auch teilweise bitter nötig auf den absurd großen Karten, gegen die selbst die Schlachtfelder eines Battlefield Vietnams wie winzige Sandkästen wirken. Denn eine Karte kann in Joint Ops mal lässig 64 Quadratkilometer messen. Doch zurück zum Geschehen auf dem Bildschirm. Wir befinden uns hier auf einer sogenannten Advanced and Secure Karte. Darauf kämpfen, wie auf allen anderen Karten und in allen anderen Spielmodi auch, das Joint Ops Team gegen indonesische Rebellen. Advanced and Secure ist vergleichbar mit dem Conquest-Modus in Battlefield Vietnam. Auch hier geht es darum, feindliche Basen zu übernehmen und die eigenen zu halten. Je nach Kartengröße, Spieleranzahl und restlichen Servereinstellungen kann eine Partie dabei schon mal mehrere Stunden dauern. Und dann werden sie auch Tag- und Nachtwechsel erleben. Und hier ist es ja bereits ziemlich finster. Ah, ein feindlicher Transportheli. Mit unserer Minigun nehmen wir den mal unter Beschuss und schauen, was passiert. Erledigt. Ihr blöderweise allerdings auch. Doch nicht verzagen, denn ein Einstiegspunkt ist schnell wieder gewählt. Wir haben uns den Punkt Bravo ausgewählt und tauchen jetzt auch in der Liste auf. Noch 9 Sekunden bis zum Wiedereinstieg. Die roten Markierungen sind übrigens die Feindbasen, unsere ist die blaue. Und da sind wir auch schon wieder. Heller Tag, eine andere Karte und wir relativ nah und noch unbemerkt an einer feindlichen Basis. C nämlich da unten im Bild. Das nutzen wir jetzt mal schamlos aus. That's a negative. Hallo, junger Mann. Sobald wir übrigens einen bestimmten Radius um die Basis betreten, verrät uns die kleine Einblendung unten links, dass wir dabei sind, den Stützpunkt der Gegner zu übernehmen. Bis uns das gelingt, müssen allerdings alle Feinde daraus entfernt sein. Die Kollegen und ich, wir tun unser Möglichstes. Leider hat man uns bereits bemerkt. Aber da kommt schon die Luftunterstützung, wird dummerweise von einem Kanonenboot behakt. Und ein feindlicher Helikopter, das ist die Zeit für meine Stinger-Raketen. Die haben nämlich eine Aufschaltfunktion, was man am Piepen hört. Und Treffer. Hartnäckiger Bursche. Eine letzte noch. Und leider verrät uns nur die Anzeige oben links, dass wir getroffen haben. Copy that. Ein erneuter Spawn von uns gibt uns die Gelegenheit, Ihnen mal ein gemeinsames Vorrücken zu zeigen. Und zwar sind hier diverse Striker unterwegs, das sind bewaffnete Land- und Wasserfahrzeuge. Und wir haben uns mal zu den Kollegen reingesetzt. Das können Sie über einen einfachen Tastendruck erreichen. Und Sie können auch über einfache Tastenkombinationen die Sitzposition wechseln. So, und ich glaube, jetzt sind wir auf dem Hovercraft angekommen. Mal aussteigen. Richtig, und jetzt kann's furchtbar losgehen. Immer mal wieder hat man das seltene Glück, an eine Feindbasis zu geraten, in der gerade niemand anderer zu sein scheint. Wir schauen mal auf dem Dach nach. Ah, da liegt ja noch einer. Ja, der lag dann da. Und jetzt warten wir auf Verstärkung. Hinlegen, abwarten. Und wieder eine neue Karte, diesmal im Morgengrauen bei leichtem Nebel. Was in Joint Operations übrigens ganz prächtig funktioniert,
ist der Truppentransport. Über ein Kommandomenü sagen Sie ganz einfach Need a Ride und dann kommt jemand vorbei und lädt Sie auf. Der Fahrer des Vehikels erkennt das übrigens ganz praktisch daran an einer Einblendung über Ihrem Kopf. Noch die Schüsse aus dem Hinterhalt abgewartet, der Feind ist erledigt und jetzt fahren wir weiter. Wer sich wundert, dieses Fahrzeug ist nicht nur fürs Land geeignet, sondern man kann damit auch über Flussläufe fahren. Haben Sie das gesehen? Da ist gerade ein Kollege mit einem anderen Wagen über die zerstörte Brücke gesprungen. Wenn man genug Tempo drauf hat, funktioniert das sogar. Die Kollegen kann man übrigens ganz prächtig an den grünen Einblendungen über den Köpfen erkennen. Wenn die dann ins Braune tendieren oder ins Blaue wie hier, dann haben die schon ein paar Schüsse eingesteckt. So, jetzt steigen wir aus und ich zeige Ihnen mal, wie schlecht man den Feind erkennen kann. Ah, da ist doch gerade einer ausgestiegen. Dann wollen wir mal hinterher. Hier muss er irgendwo sein. Und, haben Sie ihn gesehen? Und abermals hat es uns bei Nacht nahe an eine feindliche Basis verschlagen. Diesmal sind wir als Sniper unterwegs. Um schnell aus der Schusslinie zu kommen, verstecken wir uns im hohen Gras. Das uns blöderweise ja auch die Sicht versperrt. Ich glaube, da müssen wir ein bisschen näher ran und uns hinhocken. Joint Ops, wie es in der Kurzform heißt, hat sich in unserem Langzeittest als schnelles, actionreiches und recht ausbalanciertes Spiel bewiesen. Lediglich die Scharfschützen sind noch ein wenig stark. Battlefield 1942 und Battlefield Vietnam sind auf jeden Fall um einen würdigen Konkurrenten reicher. I've got room on this bird. Anyone need a ride? Neben Advanced and Secure bietet Joint Operations übrigens noch drei weitere Spielmodi. Das ist zum einen das klassische Team Deathmatch, dann das Team King of the Hill und dann gibt es da noch den Koop-Modus, in dem Sie mit bis zu 64 Spielern gegen Bots antreten können. Das ist allerdings nur fürs LAN interessant.